So. Für Odin 1626. Bereits. 1526. Können wir ein bisschen schauen. Meint ja schon mal, man hat immer einen schönen Bug, dass man hier reingucken kann bei Custom Nations, wie das denn hier aussieht. Zum Beispiel sehen wir, dass Schottland sich hier gut ausgebreitet hat. Wir haben sogar Provinzen von England genommen. Holy crap. Ivoro und Beja wurden von Castile genommen, aber Portugal hat hier ein großes Maghreb-Teil. Ah. England siedelt da unten. Und Schottland siedelt hier. Darüber können wir ehrlich gesagt, wenn wir Glück haben, Schottland anfangen anzugreifen. Norwegen gibt es auch noch. Oh, das ist so lecker. Dass wir das alles sehen. Dass wir können, wenn Schottland und Frankreich nicht mehr unbedingt in einem fetten Bündnis sind, könnten wir uns das groß ausnutzen. Ich muss auf jeden Fall gleich mal einen Explorer losschicken, der im Europa erkundet. Auch Informationen diesbezüglich. So. 3,3, ja. Okay, von den Schotten wissen wir noch nichts. Nee. Oh, was waren das? Das waren 18 Transportschiffe, ne? Ja, das waren 18 Transportschiffe. Müssen auf jeden Fall noch zusehen, dass wir mehr Geld reinkriegen. Momentan ist unser Income zu low. Na gut, wir haben auch eine Stufe 3, 2 und 1 Typi. Ja, Wunder. Müssten aber vorher mal embracen. Wir haben 26% mittlerweile Institutionspenalty. Das ist ein bisschen zu hart. Davon gehen zu viele Punkte weg. Sollten mal auf embracen sparen. Kostet uns 500. Wie waren dann? Welches E-Cup? Fast embraced. Immerhin. Okay, massig Korbprovinzen. Gut. Wir haben eins mit 35. 35 ist auf jeden Fall okay. Das ist Mikuan. Mikuan, das ist ziemlich okay. Mal sehen, was haben die Provinzen? Fisch, Heide. Ja, ist okay. Wir haben immer noch nicht unsere States voll. North Carolina ist bad. Jalisco ist bad. Was ist Veracruz? Nicht gut. Geht aber, glaube ich, nochmal besser. Da kommen noch 8, noch 11 hinzu. 25. Die meisten sind 25. Torero ist, glaube ich, nicht schlecht. 3 Goldprovinzen. Und eine Gem-Provinz. Okay, auf jeden Fall Torero. Und das andere. Sehen. Ja, wir können auch noch genau 2 States machen. Gut. Mal Guerrero. Das auch.
Mal sehen, welche Provinzen ich weggeben möchte. Ich möchte die unguten Provinzen weggeben. Die hier geht an die Klerus. Die hier geht an den Klerus. Oh Gott. Ich hab's irgendwo eine gute Emperor-Provinz. Sieht nicht so aus. Nicht wirklich. Oben vielleicht? Ja, hier gibt es gute Provinzen. Hier, die da. Okay. Santee ist gut. Sehr schön. Jetzt sollte ich ein bisschen mehr Asche machen. Das war ein bisschen viel, weil dies Goldprovinzen sind. Und Gold macht stellt. Gold stellt jetzt einen Großteil meines Einkommens her, glaube ich. Ja, gutes. Problem ist nur, es geht ganz schön auf mein meine Inflation. Ich muss was gegen meine Inflation tun demnächst. Wo fehlt noch einer? Ein Moron. Ich habe doch irgendwo da. Mal rein. Haben wir eben drei Stück davon. Ein von zwei. Okay. Brauchen einen Explorer-Namen. Also Temeos, okay. Aeois, okay. Temeos. Immer so. So, richtig, oder? Ja. Okay, der tut's. Explore bitte. Northeast Pacific? Nein. American East Coast. Ja. Auch in die American East Coast. Auch Northeast Pacific erstmal. Nämlich hier. Gut. Gut, ein paar Ratten. Mal sehen. Daten können Stability, dürfen wir nicht verlieren. Punkte sparen, wo es nur geht. Ach so, eine Ability ist disloyal. Uns aber nicht besonders. Alter, die Portugiesen, ne? Die besiedeln in meinem Gebiet. Gar nicht happy drüber. Ja, Tlaxtlacala als nächstes. Ganz gut. Ich da mal drauf. Dass nicht da nicht so viele Unrest gibt. Trader. Mal sehen. Okay. Die brauchen aber richtig viel Land, damit die happy sind. Ja.
denen kann ich richtig gut was wegsaugen. Ein bisschen Land. Merchants. Kann ich noch irgendwo ein bisschen Land geben? Ja, hier Las Calles zum Beispiel. Und dann. Ship Power. Contribution. Und Land wieder wegnehmen. Zum Beispiel das hier. Bin nicht ganz so viel haben. Damit pisse ich die an, ne? Ja, damit pisse ich die an. Das nicht. So, die brauchen Land. So ganz viel. Ruhig hier noch ein bisschen das. Ruhig noch das. Ruhig noch das. So, jetzt noch irgendwie 10 irgendwie durch was anderes. Sowas zum Beispiel. Und dann mahnten wir. Und jetzt nehmen wir noch ganz viel Land weg. Mal sehen, was wir denn wegnehmen können. Gut, und euch? Ihr seid immer ein bisschen später dran. Noch 3 Jahre. Für 576 können wir embracen. Oder wir warten ein bisschen mit dem Tech. Jetzt nehmen wir eigentlich relativ gut Geld ein. Wie viele Maximalpoints können wir haben? Zurzeit 1266. Ja, wir warten noch. Die Ideen können auch warten. Warum wir nicht? Auch hier ein bisschen Tech hinterher. 4 Jahre können wir noch warten. Das in 4 Jahren hin zu embracen? Braucht 6 Jahre. Provinzen hier teilweise. Nicht 4 Jahre. Oder teilweise noch länger. Hallo, du bist Sensei. Impulse. Nutze das Geld, was ich habe. Portugal ist kein Rivale mehr für uns. Wirklich nicht? 20 Punkte für Portugal eklipsen. Haben wir eine Option auf andere Rivalen? Nein, haben wir nicht. Wir walken mal das Embargo. Wir wollen hier Claims draufsetzen. Da drauf. Weak. Worauf haben wir schon Claims bei dir? Auf jeden Fall auf Antigua wollen wir noch einen Claim haben. Oh, Portugal. 11 Gold. Oder einen permanent Claim auf die Provinz. Okay. Überlege, ob ich jetzt gerade gegen Portugal fighten sollte. Ich denke, das ist meine Zeit. Meine Zeit ist gerade gekommen, glaube ich. Jetzt. Portugal ist in einem anderen Krieg und hat, glaube ich, so gut wie gar keine Flotte.
Portugal hat 5 Transporter und ein Heavy. Ja, easy. Easy ist das ein Krieg gegen den hier. Gegen Caribas. Dann nehme ich dir noch ein paar ganz gute Provinzen weg. Ist gut für 519. Ich muss unbedingt den Admin-Tech hinterherziehen, weil ich momentan Unbalanced Research habe. Was mich Geld kostet. Da bitte hin. Hier, meh. Oh. Cool. Great Efficiency. Noch mehr Asche. Damit können wir gut leben. Noch ein bisschen in Mexiko Tax verbessern. Wobei, Moment. Ich glaube, das ist sogar ein Workshop besser. Nee, hier ist eine Goldmine. Goldmine. Was haben wir in Production? 16. Und bei Taxation haben wir auch 16. Machen wir erstmal Taxation. Mexiko. Anaoke ist fertig. Dann kommen wir nämlich auf diese hier. Hopp, das muss ich warten. Gut. Wir wollen Antigua nehmen. So. Oh, scheinbar ist wirklich Portugal noch nicht dabei im Krieg. Ich dachte, Portugal wird direkt in den Krieg mit einsteigen. Aber wenn ich den schnell genug durchführe, dann glaube ich irgendwie nicht. Irgendwo sind Rebellen, die uns ganz böse zusetzen wollen. Gut. Colonial Expansion in Morak. Okay. Relativ zügig alles einnehmen. Dem, was wir wollen. Relativ zügig. Okay, ich Haarstyp mit dir. Ich muss das jetzt welche rausbauen, nicht während ich Krieg führe. Nicht gut und ich habe sowieso momentan ein bisschen zu viele Military Points, die ich verspenden kann. Haben wir sonst noch Provinzen? Da die.
Nein, keine Idee. Wir wollen erstmal den Tech hinterher, sonst wird das gleich noch schlimmer, wenn wir noch mehr Militärtech techen. Wir müssen erstmal mit dem Admin-Tech hinterherkommen. Gut. Warum sind hier so angepisst, sind die? Assessment Survey, deshalb. Ich glaube, der State hier komplett ge... Ja, der State ist komplett konvertiert. Wunderbar. Können wir den Edikt wegmachen. Das hier kann ich edikten. So, und dann... Mal gucken. Monate. Haben wir natürlich den hier. So. Oh, wir haben schon 89%. 91%. Mal sehen. Es ist ziemlich egal, dass eine Coalition formen kann. Kostet uns nur mega viel Dip-Points, leider. Ja. Und damit habe ich die komplette Kolonie rausgeschießt, wie es aussieht. Portugal mag uns dann zwar nicht besonders, aber das ist uns ziemlich egal. Gut, dann habe ich auch schon hier eine Provinz, von der ich einen Claim auf die schottische Provinz machen kann. Perfekt. Gut. Ja gut. Oh Gott, das war teuer. Dann zum Christentum konvertieren. Nein, danke. Macht denn so ein Bullshit-Kram? Sehr gut. Immer meine Truppen wieder zusammensammeln. Teuer. Das war auch sehr schön. Hat uns sehr viel Spaß gemacht. Oh. Ah. Uff. 300 sind zu verlockend. Das heißt, die 50 Admin Points. Damit können wir so viel weiteres Geld. Machen.
Reba als Separatisten werden garantiert auftauchen. Mit einem großen Stack. 23 ist ein riesengroßer Stack. Sollte vermutlich im Land einfach mal erstmal die Ökonomie erhöhen. Der Meinung. Nicht ganz so schnell rauskommen. Kann ich mal claimen, dass Huastec uns gehört? Wirklich nicht? Oh nein, in Creek wurden wir entdeckt. Ich kann trotzdem noch einen Claim machen. Aber. Wir sind auf Platz 3 hochgeschossen. Vom Development-Rang her. Habe ich wirklich mein Schiff hier? Oh nein! Nein! Fuck! Vergessen, dass da Natives sind. Ah, crap. Das ist nicht gut. Anders. Jetzt werde ein bisschen die Kolonie beschädigen. Ein bisschen ist gut. Und viele haben die beschädigt. In 20 Truppen werden die. Scheiße. Eine Runde Harsh. Oh Gott, Harsh Treatment, das geht gar nicht gegen die klar. Na okay. Wenn meine Armee ein bisschen vergrößern, habe ich das Gefühl. Machen wir erstmal 3 davon. 2 davon. Und 3 davon. Das sind 6 Stück. Gut. Dem brauche ich dann 6 Routen mehr. Gut. Sehr gut. Zurück nach da oben. Habe ich falsch gemacht, da habe ich nicht das Richtige explored. Ich wollte eigentlich die amerikanische Ostküste haben.